know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversation. Hello zu einem neuen Video. Es ist jetzt gerade Montag und es ist gleich 12 Uhr und ich will einfach mal die nächsten Tage noch mal ein bisschen vloggen, weil mir das einfach letztes Mal so viel Spaß gemacht hat. Es stehen jetzt die Woche auch ein paar spannende Dinge an. Also ich denke einfach mal, ich nehme euch die ganze Woche mit. Und zwar habe ich heute mein Vorstellungsgespräch in Frankfurt für eine Ausbildung als Immobilienkauffrau. Genau über das Thema werde ich jetzt auch gleich mal ein Video drehen, was wahrscheinlich vor diesem Video dann online kommen wird, in dem ich einfach so ein bisschen über meine Zukunft, über meine Pläne und alles Mögliche reden werde. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Und jetzt in diesem Video werde ich, wie gesagt, einfach vloggen. Ich bin echt aufgeregt, weil es mich einfach so krass freuen würde, wenn das klappt. Ich nehme euch mit und hoffe mal, es wird ein guter Tag. Als erstes will ich jetzt aber auch noch was backen, weil mein Opa hat heute Geburtstag und ich wohne ja im gleichen Haus wie meine Oma und mein Opa und würde das den einfach vorbeibringen, bevor wir dann nach Frankfurt fahren. Torben kommt heute mit mir mit und das freut mich voll. Wir werden heute auch noch einen Mukbang drehen. Also heute steht wirklich einiges auf meiner To-Do-List. Ja, ich hoffe mal, alles klappt, wie ich mir das so wünsche und dann ganz viel Spaß beim Video. Wir sind jetzt in meiner Küche und ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl, weil gestern hier unten, also man sieht es jetzt gerade nicht, aber hier ist meine Heizung und daneben dran saß gestern eine richtig große Spinne und ich habe jetzt eigentlich keine wirkliche Angst vor Spinnen, aber die war schon echt groß und ich habe jetzt irgendwie schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, aber naja. Ich hoffe einfach, ich werde sie nie wieder sehen. Und ich habe mich jetzt entschieden, wir machen jetzt heute Brownies. Und wenn ich backe, höre ich eigentlich immer mega gern Podcasts dabei. Und weil ich manchmal danach gefragt werde, kann ich euch nur den Podcast Mut empfehlen. Also den werde ich jetzt heute hören. Es gibt, finde ich, richtig viele gute Podcasts. Aber bei dem kam jetzt gerade, ich glaube, die dritte Staffel ist es raus. Ja, Staffel 3 kam jetzt gerade raus und ich habe das gestern gesehen, mich mega gefreut, weil es gibt jetzt schon 5 neue Folgen. Der Podcast macht mir einfach immer mega gute Laune. Und das werde ich jetzt beim Backen hören. Und ich denke so, okay, ich bin so dankbar, dass das jetzt jeder mitkommt. Ich mache das Ganze jetzt hier in diese Schale für meinen Opa. Gönn dir, das good for you. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich habe hier auch noch so ein bisschen was in diese Form reingemacht. Das ist jetzt zwar nicht mehr ganz so viel, also wie man sehen kann, ist es nicht so voll. Aber ist einfach trotzdem gut. Dann werden es halt einfach so ein bisschen kleinere Brownies. Und hier, das habe ich ja für meinen Opa gemacht. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Es geht dann das Dixon wieder brunchen, ne? Ja, wir machen das diese Woche. So, das Ganze muss jetzt für 40 Minuten in den Backofen. Ich habe jetzt aber mal 35 gemacht, weil die ja bei mir nicht so groß sind wie eigentlich. Immer sehr gespannt, wie das dann wird. Mittlerweile ist es 20 nach 12 und ich werde jetzt mal rübergehen und noch ein Video heute drehen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und bevor ich jetzt gleich mein Video drehe, wollte ich nochmal kurz über ein Thema reden. Und zwar habe ich gestern ein TikTok hochgeladen und bei mir ist es jetzt schon so ein paar Mal passiert, dass die so ein bisschen viral gegangen sind. Also keine Ahnung, so 20.000 bis jetzt auch 100.000 Views. Also ich habe vor ein paar Tagen eins hochgeladen, das hat jetzt 100.000 Views, also es war vor 6 Tagen. Und das war eigentlich ganz gut, weil das Thema hatte nichts mit mir zu tun. Und die Leute haben sich dann alle so unter dem Video ausgetauscht darüber, woher die Ringe sind. Also es ging um Ringe. Und jetzt vor einem Tag habe ich halt nochmal ein Video hochgeladen, das hat jetzt gerade 50.000 Views, aber das ist echt verrückt, wie krass das ansteigt. Ich habe da halt einfach von den letzten Monaten so ein paar Ausschnitte gezeigt. Also es geht halt extrem schnell. Einfach so ganz viele Clips hintereinander. Und irgendwie, ich finde es super süß, dass mir viele Leute jetzt so Kommentare schreiben wie, oh, dein Leben sieht so perfekt aus. Und keine Ahnung, der Kommentar, das Leben von ihr sieht einfach perfekt aus, hat 629 Likes. Und ich habe dann auch das ganz schnell gesehen und habe direkt drunter geschrieben, ja, ist es aber nicht. Ich meine, das ist ein Kommentar, aber es sind so viele Kommentare, die in diese Richtung gehen. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das einfach wirklich auseinanderhalten können, dass es einfach so kleine Videoausschnitte sind und dass die vielleicht super schön aussehen. Und klar achte ich darauf, dass es dann ästhetisch aussieht und mir auch super gut gefällt. Aber das ist nicht mein Leben so, das sind einfach kleine Videoausschnitte. Aber an sich, ich stecke halt auch da extrem viel Liebe rein und mir macht es super viel Spaß, so Sachen zu machen. Und ich
weiß nicht, ich hoffe einfach, dass ich das wirklich so ein bisschen rüberbringen kann, dass man hier auf YouTube bei mir auch sehen kann, dass mein Leben nicht perfekt ist. Ich hoffe, also ich versuche ja auch immer darüber zu reden, wenn ich mal einen Tag habe, an dem es mir jetzt nicht so gut geht oder wenn es ein Thema gibt, was mich sehr beschäftigt, weil mir das super wichtig ist. Und ich persönlich auch nur gerne YouTube-Videos und so schaue von Leuten, bei denen ich weiß, dass sie authentisch sind und realistisch mit Dingen umgehen. Und ich dachte mir einfach, ich nehme das jetzt nochmal als Anlass, um da einfach nochmal drüber zu reden. Und ich sehe auch, dass viele jetzt über meinen TikTok-Account hier zu YouTube kommen und ich hoffe einfach, ihr seht, dass mein Leben nicht perfekt ist und dass ich genauso Probleme habe wie jeder andere und dass meine TikTok-Videos gehen 10 Sekunden lang und man sieht einfach die schönsten Ausschnitte, teilweise aus meinem letzten halben Jahr. Und natürlich sieht es dann irgendwie schön aus. Ja genau, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben und hoffe, ich konnte euch einfach jetzt damit auch ein bisschen aufmuntern, dass TikTok ist einfach eine App, mir macht es super viel Spaß und ich liebe es, TikToks zu machen, weil ich ja es auch liebe, so Videos zu schneiden. Aber ich finde, man muss es einfach halt erkennen, dass es nicht die Realität ist. Und ich habe so das Gefühl, dass ich es ganz gut schaffe. Aber manchmal, wenn ich Kommentare sehe oder auch so viele Kommentare, schockiert es mich so ein bisschen. Also nicht falsch verstehen, ich glaube gar nicht, dass es alle dann so sehen und dass sie wirklich denken, dass so mein Leben ist. Aber es gibt ja auch sehr viele junge Leute, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Und ich hoffe einfach, dass die verstehen, dass das eben einfach nicht die Realität ist. Ich versuche es einfach noch richtig auszudrücken. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Und noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Wie nice ist es bitte? Vor 2 Tagen kam das Paket an, dass ich mir diesen Fernsehständer bestellt habe, weil man den hier nicht wirklich an der Wand aufhängen kann. Und ich finde es einfach so cool. Man kann es halt super leicht umheben und mit Torben stellen wir den einfach immer hier auf den Boden hin, weil dann kann man halt perfekt aus dem Bett schauen. Ich war eigentlich die ganze Zeit fest davon überzeugt, dass ich mir heute meine Haare glätte. Aber irgendwie gefallen mir heute meine Locken. Also sie sind jetzt noch nicht ganz getrocknet, wie man sehen kann. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Ich habe mich jetzt für dieses Outfit hier entschieden. Also ich habe einfach dieses Oberteil an. Das habe ich ja schon mal in einem Haul gezeigt. Das ist von Shein. Und diese Hose, die ich auch schon oft die letzten Tage an hatte, die habe ich von H&M. Und jetzt baue ich mal alles auf, dass ich jetzt mein Video filmen kann. Das sind jetzt so die 2 Outfits. Also einmal das hier mit so einem schwarzen Rollkragenpulli und dieser Schlaghose und der schwarze Blazer mit so einem ja, weißen Pulli und der Hose. Ich weiß aber nicht, wie das zusammen aussieht. Also ich probiere das jetzt mal beides an und in einer Viertelstunde muss ich dann auch schon fertig sein. Ich tendiere jetzt gerade hier zu diesem Outfit. Also einfach dieser dicke Pulli mit dem Mantel und dann so eine Anzugshose. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das hier anziehen, nicht wundern. Ich habe meinen Spiegel momentan umgestellt und dazu noch den Mantel. Und ich freue mich wirklich voll, es ist jetzt 2:15, also und in 5 Minuten holt mich Torben ab. Deswegen gehe ich jetzt schnell runter zu meinem Opa und gratuliere ihm und dann geht's auch schon los nach Frankfurt. Torben hat mich jetzt gerade abgeholt und wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt und ich habe es nicht mehr geschafft, was zu essen. Also esse ich jetzt einfach noch so ein paar Chips. Ja, morgen gehen Torben und ich ins Gym, da werde ich auch nochmal vloggen. Und ich freue mich also. Ich glaube wirklich, das wird halt ein richtig guter Tag. Wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, aber ich wollte lieber ein bisschen zu früh da sein als zu spät. Ich bin voll gespannt, wie das ist. Das Haus ist auch wild. Aber die Gegend hier ist richtig schön. Ja. Das Haus sieht echt richtig geil aus. Würde mich so freuen, wenn es klappt. Mich auch. So, ich bin jetzt gerade zurück ins Auto gekommen. Es ist jetzt genau 4 Uhr, also es hat circa 1 Stunde gedauert. Und ich fand, dass es echt gut gelaufen ist. Ich fand es sehr toll, dieses Unternehmen, und hoffe, dass es vielleicht klappen könnte. Ich werde die nächsten 3 Tage erfahren, ob ich zu noch einem weiteren Gespräch eingeladen werde oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Und Torben und ich drehen jetzt ja heute noch einen Mukbang. Deswegen, Torben gibt es gerade im Navi ein. Fahren wir jetzt zu Tidoba, weil ich das schon vor langem mal ausprobieren wollte. Und wir haben beide echt Hunger, also let's go. Freust du dich? Ich hab richtig Bock. Hast du viel gearbeitet in der Zeit, in der ich weg war? Ja. Ist gut? Absolut. Torben und ich waren jetzt gerade bei Tidoba und wir haben beide wirklich super krassen Hunger. Und es sieht so nice aus, also man sieht hier noch nicht so viel, aber wir haben auch so einen Käse- und Guacamole-Dip dazu genommen. Und wir sind beide sehr hyped gerade. Wir wollen jetzt aber schon ein Stückchen auf die Autobahn fahren und dann da irgendwo auf dem Parkplatz essen. Und dann drehen wir einen Mukbang. Ich habe sogar diese Tabletts, die Torben uns geschenkt hat, habe ich mitgenommen, damit wir damit gut im Auto essen können.
Tom und ich haben das Mukbang schon gedreht. Wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Wollen heute Abend vielleicht einfach noch mal so einen Spielabend machen oder so. Mal schauen. Aber wir sind beide so voll gegessen. Jetzt ist es zwar super lecker. Also ich, wenn ihr mal in Frankfurt seid, geht mal zu Chidoba. Es ist wirklich sehr geil. Die Burritos waren sehr lecker. Absolut. Die Pommes sind auch richtig nice. Ja, Pommes auch. Tom und ich gehen jetzt mal kurz raus, weil er diese Holzklötze hier ölen möchte. Und zwar hat er den irgendwann mal gekauft. Den hat jetzt ein Freund von ihm durchgesägt und dann auch noch hier so glatt gemacht und geschliffen. Und jetzt ölen wir das Ganze. Und ich finde, die sehen wirklich super nice aus. Weil Torben macht daraus nochmal so zwei kleine Tische. Also das werden Nachttische. Ich kann euch gleich auch nochmal einen zeigen, den Torben davor gemacht hat. Und dieses Holz sieht einfach so cool aus. So sieht nämlich der Tisch aus, der momentan neben Torbens Bett steht. Und den haben wir halt wirklich aus dem Wald. Also der ist natürlich danach auch noch richtig bearbeitet. Aber es sieht wirklich echt mega nice aus. Und hier liegt unser Ring. Den habe ich ja als klein und er hat den halt so als groß. Und der ist wirklich sehr schön, den hat er immer hier liegen. Und diese Kerze habe ich ihm geschenkt. Das ist so eine Duftkerze, die riecht mega nice. Gibt es bei DM. Ich finde, die riecht einfach übelst nach Spa. Wir haben das Ganze jetzt mal rausgeholt und ölen das einfach mit Olivenöl. Das hat letztes Mal auch ganz gut geklappt. Machen wir es mit einem Pinsel? Ja. Nice. Nein, das ist nicht so. Es gibt nicht zu viele. Zu wenig. Okay. Aber pass auf. Ist voll satisfying. Ja. Know what you mean. Heute der 20. April und 20 nach 9 und ich habe mich gerade jetzt fertig angezogen, Sportschuhe an, Sporthosen so, weil Torben und ich fahren jetzt ins Gym. Wir waren vor 2 Tagen, glaube ich, auch schon mal im Gym, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich bin jetzt gerade zurück nach Hause gekommen, Torben hat mich gerade hier hingebracht, wir waren ja gerade noch trainieren. Was auch echt cool ist, ist, dass ich jetzt so eine Monatskarte fürs Gym habe, weil Torben hatte jetzt irgendwie durch die Corona-Zeit, hat er so die Möglichkeit bekommen, dass er eine Person einen Monat lang gratis mitnehmen kann. Genau, und das hat er jetzt mir gegeben und jetzt kann ich halt einen Monat lang mal trainieren, austesten und mir halt nochmal überlegen, ob ich doch lieber das mit dem Boxen machen will oder dann den Gym-Vertrag verlängern möchte. Also das sind jetzt dann so meine 2 Optionen. Und ich habe jetzt echt schon mega Hunger und ich koche mir jetzt was, nämlich auch schon fast 12 Uhr und ich habe mir das so voll angewöhnt, dass ich eigentlich immer Reis gekocht in meinem Kühlschrank habe, dass ich mir dann immer so eine Reispfanne machen kann. Das mache ich jetzt auch und ich kann euch noch kurz was zeigen, was ich dazu immer mega gern esse, weil ich habe ja so im letzten Monat mehrere vegetarische und vegane Sachen ausgetestet und von Alnatura liebe ich halt so diese rote Linsenburger, die sind auch vegan. Ich finde, die schmecken wirklich mega nice. Und da mache ich mir jetzt einfach so ein bisschen Reis dazu und vor allem dann auch noch mit diesem Aufstrich, schmeckt es mega geil. Das mache ich jetzt und dann esse ich erstmal was, habe ich jetzt mega Bock. So sieht das Ganze jetzt aus. Also das ist dieser Linsenburger, dann einmal hier mit Reis, habe ich so ein bisschen Sojasauce dran gemacht und dieser Aufstrich, den ich euch eben schon gezeigt habe. Irgendwie merke ich einfach so richtig, dass ich mir immer wieder so das Gleiche koche und dass ich so mittlerweile so ein paar Sachen habe, die ich einfach gerne esse, die halt schnell gehen. Und ich finde es voll komisch, weil zu Hause habe ich mich wirklich zu 90%, glaube ich, von Spaghetti ernährt. Und mittlerweile esse ich so viel Reis, weil ich es so richtig für mich entdeckt habe. Ich habe jetzt gerade fertig gegessen und mir jetzt eine To-Do-Liste geschrieben, weil heute mal wieder ein paar Sachen anstehen. Und als erstes werde ich jetzt das Video schneiden, das ich gestern gefilmt habe. Es ist jetzt mittlerweile 3 Uhr und ich bin so gut wie fertig mit dem Video. Ich muss gleich nur noch so Hintergrundmusik dazu finden. Aber ich bin echt richtig zufrieden mit dem Video. Also wenn euch interessiert, was meine Pläne so für die Zukunft sind, schaut euch das Video sehr gerne an. Ich rede da auch ein bisschen über mein Praktikum und gebe auch so ein bisschen Tipps, was man so machen kann, um rauszufinden, was man machen möchte. Weil mir es selber genauso ging, also dass ich halt in meiner Schulzeit nie so wirklich wusste, was ich machen will. Aber
ja, mehr darüber findet ihr in dem Video. Und ich muss jetzt noch ein Paket fertig machen. Ich benutze nämlich jetzt wieder ein bisschen Vinted. Also ich habe auch vor, jetzt heute oder morgen mal wieder ein paar Sachen reinzustellen. Ich hoffe, ich schaffe das wirklich. Und verkaufe gerade jetzt diesen Bikini. Also den schicke ich heute los. Das war ganz lustig, weil das Mädchen, das den kauft, hat mir auch erzählt, dass sie manchmal meine Videos schaut. Also falls du das hier siehst, ich werde heute ein Bikini losschicken. Dann muss ich auch schon demnächst zu mir nach Hause fahren, weil ich heute mal wieder meine Wäsche machen muss und mit meinen Eltern ein paar Sachen bespreche. Ich bin gerade so happy. Ich habe, glaube ich, von einer Minute oder so einen Anruf bekommen aus Frankfurt. Bei dem Vorstellungsgespräch war ich ja gestern. Ich habe euch ja mitgenommen. Und ich habe jetzt schon eine Rückmeldung, dass ich zu dem zweiten Gespräch eingeladen werde. Ich freue mich einfach richtig krass. Mir hat das halt gestern super gut gefallen. Und gestern waren halt noch 6 Personen im Rennen. Also die Frau, mit der ich das Vorstellungsgespräch hatte, hat mir dann am Ende auch gesagt, dass eben 6 Personen ausgewählt wurden aus wohl ziemlich vielen. Da habe ich jetzt keine Anzahl, weil sie wohl gesagt hat, dass sie sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen haben. Und da war ich schon echt froh darüber, dass ich schon mal die Möglichkeit hatte, mich einfach vorzustellen. Das habe ich ja auch mehrfach gesagt. Und jetzt sind halt nur noch 2 Personen im Rennen, also ich und eine andere Person. Und ich habe jetzt nächsten Dienstag das nächste Gespräch, dieses Mal mit der Geschäftsführerin. Und ich freue mich einfach so. Ich bin jetzt im Auto, wie man sehen kann. Und es ist gerade wirklich ein Wunder passiert. Mein Handy ist mir gerade runtergefallen und im Treppenhaus halt ein Stockwerk runtergefallen. Wie soll man das sagen? Es sind einfach so Fliesen. Also es ist halt wirklich ein hartes Material. Und mein Handy hat es einfach komplett überlebt. Also man sieht halt wirklich gar nichts. Und es ist wirklich heftig, weil das ist halt so krass da aufgeklatscht. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass es jetzt einen Totalschaden hat. Aber that's amazing. Ich hatte halt mega viel zu tragen, wie man hier erkennen kann. Hier ist nämlich noch so meine Brownies und ich habe von meiner Oma auch noch ein bisschen Kuchen bekommen und dann auch meine ganze Wäsche ja dabei. Ich freue mich immer so, wenn ich meine Katze sehen kann. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Na du? Und das hier ist heute mein Outfit. Ich habe einfach diese Vans an, die kennt man ja. Dann diese Hose, die ich ja bei H&M gekauft habe. Die habe ich euch ja in dem Vlog gezeigt. Einfach so ein weißes T-Shirt, ganz normal. Und dazu dieser Hoodie, den liebe ich so krass. Der ist von Sue York. Den hat mir mein Papa einfach geschenkt. Also eigentlich hat er ihm gehört, aber der zieht ihn halt nicht mehr an. Und ich warte jetzt noch gerade auf meine Eltern. Die sind nämlich beide noch arbeiten. Aber sobald die dann kommen, fangen wir an, die Sachen zu besprechen, die wir heute besprechen wollen. Und ich starte jetzt, glaube ich, aber schon mal eine Waschmaschine, dass ich das dann später aufhängen kann. Und wir wollen dann noch zusammen Kuchen essen. Und ich freue mich auch immer so, wenn ich hierher komme, weil manchmal ist ein Paket für mich da. Ich werde das jetzt gleich auspacken und euch dann mal zeigen. Oh, es sieht echt cute aus. Also wie man erkennen kann, es ist so ein Bikini mit Dior-Muster. Ich habe den bei Emma Louise in der Story gesehen und ja, habe den mir danach gekauft, weil ich den so schön fand. So, ich habe die beiden Bikinis jetzt mal hingelegt. Das hier ist der kleinere, ich habe eben den größeren ausgepackt. Ich glaube auch tatsächlich, dass der kleinere mir besser passen wird. Ich denke, ich werde den größeren auf Vinted verkaufen. Also wenn ihr an dem Interesse habt, könnt ihr da mal gerne vorbeischauen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Kuchen von meiner Oma mitgebracht und so sieht der aus. Ich finde, der sieht wirklich mega lecker aus und das ist noch ein Teil von den Brownies, die ich gebacken habe. What do I have to say? Ich bin jetzt gerade wieder im Auto und fahre jetzt gleich zu mir nach Hause. Ich habe aber mich davor jetzt noch mit einer Freundin verabredet, weil wir noch den Sonnenuntergang in den Weinbergen schauen. Das hat sich jetzt so spontan ergeben und ja, ich freue mich voll und fahre jetzt erstmal zu ihr. At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Es ist jetzt mittlerweile 12 Uhr. Es war noch ein mega schöner Abend. Wir haben ja noch den Sonnenuntergang da geschaut, wie ich hoffentlich eingeblendet habe. Ich sitze jetzt schon seit längerem an meinem Laptop und mache diese Excel-Tabelle fertig, die ich heute auch mit meinen Eltern angefangen habe. Falls ihr mein letztes Video geschaut habt, dann habe ich ja schon mal erzählt, dass meine Eltern ein Haus haben und da wird jetzt gerade eine Wohnung neu vermietet. Und wir fangen da jetzt nächste Woche so richtig mit den Besichtigungen an.
Und weil das ja auch so mein Traumberuf ist, beziehungsweise weil ich sowas ja gerne machen würde in die Richtung, unterstütze ich da jetzt meine Eltern dabei ein bisschen und habe halt jetzt so eine Tabelle angefertigt mit allen Namen, allen Besichtigungstermin. Dann haben wir halt unterteilt in ja, Haustiere, kein Haustier, Nichtraucher, Raucher. Es gibt auch einen größeren Garten, ob die Leute eben bereit sind, den auch zu pflegen und so weiter. Also es gibt noch ein paar andere Aspekte. Guten Morgen, ich bin jetzt gerade aufgewacht. Es ist jetzt 21. April und es ist 7:30. Ich fand es einfach mega schön, dass ich heute Morgen so von der Sonne geweckt wurde. Und ja, ich musste jetzt mal seit längerer Zeit mal wieder ein bisschen früher aufstehen, weil mein Friseurtermin heute Morgen um 9 Uhr ist und ich einfach so einen gechillten Morgen haben wollte. Ich habe mir jetzt mal wieder mein Lieblingsfrei gemacht und ich finde einfach, es ist so lecker. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses Mal ein bisschen zu viel Zimt dran gemacht, deswegen ist es ja voll dunkel geworden. Aber das Ganze werde ich jetzt schnell essen und ich muss mich auch voll beeilen, weil um 9:30 muss ich eigentlich los. Also ja, let's go. Ich bin jetzt gerade schon im Auto auf dem Weg zum Friseur und ich bin gerade so genervt. Ich habe extra mein Geldbeutel halt bereitgelegt, um alles dabei zu haben. Und dann wollte ich gerade aus dem Haus gehen und ich finde mein Geldbeutel einfach nicht mehr. Ich habe wirklich alles abgesucht. Ich habe sogar in meinem Kleiderschrank geschaut, ob ich den da einfach hingelegt habe, wobei ich es auch nicht verstehen kann. Ich bin bei sowas eigentlich immer so gut vorbereitet und ich freue mich halt schon so lange auf den Friseurtermin und ich habe das gerade so genervt. Also klar, das Fenster ist klar, es ist kein großartiges Drama, aber es ist einfach nervig und jetzt, ich komme zwar pünktlich, aber und das, ich habe einfach gerade alle möglichen Leute angerufen. Ich habe eine Freundin von mir angerufen, die bei dem Friseur in der Nähe wohnt. Ich habe Torben angerufen, der geht nicht dran, der wollte doch heute endlich mal ausschlafen. Deswegen ist eigentlich gut, dass er es jetzt auch sein Handy auf stumm hatte. Dann habe ich meine Mutter angerufen, ging auf einmal niemand mehr dran. Mit der hatte ich eine halbe Stunde davor telefoniert. Warum auch immer hat es jetzt nicht mehr geklappt. Dann mein Bruder ging nicht ans Telefon, mein Papa hatte ich gleich 10 Mal angerufen. Und dann bin ich nochmal aus dem Haus gegangen und habe nochmal bei meinem Papa es versucht. Und dann hat es ein Glück auch geklappt, weil da musste ich eh vorbei. Und er ist gerade halt schon arbeiten, aber hat mir jetzt seine Karte gegeben. Es war gerade so ein Stress wegen nichts, also einfach mega unnötig. Naja, an sich ist einfach alles gut und das sind sowas von First World Problems, aber ich war gerade so genervt. Ich bin jetzt zurück vom Friseur. Das sind jetzt die Haare. Mir gefällt es echt richtig gut. Ich muss mich jetzt nochmal fertig machen, weil ich finde, ich sehe richtig fertig aus. Das machen wir zu Hause. Ich fahre jetzt nochmal dann auch schnell bei der Post vorbei und dann bei meinem Papa, weil ich ihm ja seine Karte zurückbringen muss. Ich habe mich jetzt gerade mal fertig gemacht und man sieht, finde ich, jetzt doch ziemlich eine Veränderung und ich finde es echt schön. Mir gefällt es total gut, dass ich wieder ein paar hellere Strähnen habe und ich mag das trotzdem total, dass halt noch dieser Kontrast da ist mit dem Dunkeln und Hellen. Ja, ich bin mal wieder sehr zufrieden und ich habe meinen Geldbeutel auch einfach wieder gefunden. Das war einfach in meinem Mantel und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute Morgen los war. Es hat jetzt ja trotzdem noch alles geklappt und ich räume jetzt noch schnell ein bisschen was auf und dann fahre ich auch schon zu Torben, weil wir essen jetzt gleich heute Mittag was zusammen. Ich bin jetzt bei Torben und wir haben unser Essen und werden jetzt draußen essen und das ist mega schön. Torben und ich spielen jetzt mal wieder Cornhole. Wack. Kara vor 3 Minuten. Muss mich nicht einwerfen. Ich kann das auch so. Oh, der war stramm. Ich kann mich nur nicht konzentrieren, wenn es nicht um was geht. Wie findest du meine neuen Haare? Ich finde sie wunderschön. Jetzt kann man sie mit dem Licht ein bisschen sehen. Ich bin auch sehr zufrieden. Torben und ich machen jetzt gerade noch einen Schnelltest, weil wir gleich mal zu seiner Oma fahren. Und wir lesen uns das gerade alles durch, wie man das macht. Und einmal Raffaello. Sieht einfach so nice aus. Ich habe einmal Karamell und einmal Raffaello. Einfach die besten Sorten. Ich fahre jetzt zu einer Freundin von mir. Wir sind jetzt gerade noch so auf einer Wiese und wir haben jetzt hier vor lange geredet und jetzt fängt es auch an zu regnen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück und gehen jetzt gleich noch zu mir und puzzeln heute Abend so ein bisschen.
Wir haben jetzt gerade noch Essen bestellt. Einmal eine Pizza und hier sind noch Spaghetti drin und wir sind gerade beim Puzzle bisher so weit gekommen. Also wir haben den Rand und machen dieses Puzzle hier von Harry Potter. Guten Morgen, es ist gerade 10 Uhr, heute ist der 22. April, ein Donnerstag und ich gehe jetzt mal schnell zu Aldi, weil die haben da momentan so verschiedene Sachen, die man auf dem Balkon stellen kann und ich könnte eigentlich so einen kleinen Tisch für meinen Balkon gebrauchen und ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, es könnte auch sein, dass die Sachen jetzt alle schon ausverkauft sind, aber ich versuche mein Glück. Ich habe hier noch eine ganze Tasche mit Pfandflaschen, die ich jetzt wegbringe und das ist mein Outfit. Ich lebe wirklich in dieser Hose die letzte Zeit, aber die ist so unglaublich bequem. Ich bin so fertig. So, ich bin jetzt zurück vom Einkaufen. Ich weiß nicht, warum ich mir dachte, ja komm, ich schaffe das auch ohne Auto. Ich bin den ganzen Weg mit diesem Tisch hier jetzt gelaufen. Und der wiegt einfach 8,5 Kilo und ich habe überhaupt keine Kraft. Aber es war einfach unangenehm, anstrengend, aber ich habe einen Tisch. Und jetzt muss ich erstmal mein Essen verräumen, denn ich habe auch noch eingekauft. Deswegen war es doppelt anstrengend zu tragen. Aber wenigstens habe ich jetzt beides erledigt. Weil ich hatte Angst, dass es später halt diesen Tisch nicht mehr gibt. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht. Einfach wieder mein typischer Porridge mit Zimt und Erdbeeren und Chiasamen. Und dann noch so ein Yogi-Tee. Ich möchte jetzt mal kurz über was reden. Und ich finde es gerade so krass. Ich weiß nicht, ich war gerade irgendwie richtig aufgeregt, als ich das gelesen habe. Ich beschäftige mich halt schon so seit längerem ein bisschen so mit meinen Träumen oder beziehungsweise so dem ganzen Traumthema, weil ich einfach schon mein Leben lang sehr intensiv träume. Also als Kind war das richtig krass, da hatte ich halt auch sehr viele Albträume. Und seit ich jetzt mein Abi geschrieben habe oder beziehungsweise seit die Schule vorbei ist, habe ich halt auch wieder sehr intensiv Träume bekommen, beziehungsweise ich kann mich einfach sehr gut an alles erinnern und es kommt mir super real rüber und ich träume auch immer sehr realistische Sachen. Viel mit Leuten, die ich kenne und mich stört es halt auch oft, weil mich das dann so beeinflusst gegenüber dieser Person, weil ich einfach nur bestimmte Sachen träume, die an sich nichts mit der Realität zu tun haben, aber das beschäftigt mich dann mega lang immer und ich glaube, ich führe jetzt auch schon so seit einem Jahr Traumtagebuch, also dass wenn ich halt mal nachts aufwache und so richtig fertig bin von einem Traum, das ist bei mir halt echt regelmäßig, dann schreibe ich einfach das alles runter und das war halt heute Nacht wieder so. Bin um 4 Uhr dann aufgewacht und ich glaube, ich war eine halbe Stunde wach oder so und ich habe erstmal meinen ganzen Traum runtergeschrieben. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich jetzt in letzter Zeit beziehungsweise auch heute wieder von so einer Schießerei träume und ich konnte es halt auch oft nicht zuordnen, weil ich jetzt keine Person bin, die irgendwie so Filme schaut, die so extrem brutal sind oder keine Ahnung, manchmal ist es ja so, dass es dann einen auch im Nachhinein so ein bisschen unterbewusst beeinflusst, aber das ist bei mir halt einfach nicht so gegeben und ich habe heute so einen Podcast halt so über Träume dann angehört und da haben die halt viel darüber geredet, auch dass man so die Bedeutung halt mal einfach auch googeln kann und klar, man muss da aufpassen, ich glaube es ist ähnlich wie bei so dem Astrologie-Thema, es gibt viele Seiten, das vielleicht nicht so seriös ist, aber ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgelesen und ich bin einfach gerade so geschockt, weil ich habe halt auch in meinem Leben schon öfter mal von einem Amoklauf geträumt und das hat mich immer auch extrem mitgenommen, weil sich das für mich einfach so angefühlt hat, als ob ich das wirklich erlebt habe und ich habe halt so dieses Thema so Schießerei, Amoklauf gerade so ein bisschen gegoogelt und die, was es halt bedeuten könnte. Und ich war gerade so schockiert, ich hatte es direkt Torben geschickt. Im Traum eine Schießerei zu erleben, kann ein symbolischer Hinweis darauf sein, dass momentan in der realen Welt eine Überforderung besteht, weil wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich finde das so krass, weil bei mir ist es ja momentan einfach so, dass so Entscheidungen anstehen. Die Frage, was möchte ich jetzt wirklich machen, welche Ausbildung möchte ich machen, wenn ich die Chance dafür bekomme. Und so weiter. Und ich habe da einfach jetzt auch die Tage viel drüber nachgedacht. Und ich fand es gerade einfach so krass zu lesen, weil es passt halt einfach perfekt zu meiner Situation gerade. Und das letzte Mal, als ich von einem Amoklauf geträumt habe, war halt, als ich, beziehungsweise fast sogar in der Nacht, als ich die Entscheidung getroffen habe oder kurz davor war, die Entscheidung zu treffen, mich von meinem damaligen Freund zu trennen. Ich habe jedes Mal von einem Amoklauf geträumt bei so wichtigen Entscheidungen in meinem Leben. Irgendwie bin ich gerade einfach fasziniert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so faszinierend findet wie ich. Könnt mir dazu gerne mal was schreiben. Allgemein, ich finde dieses Thema so super interessant. Ich finde es einfach krass, was alles so beim Unterbewusstsein abgeht, wie viel da passiert. Wenn ich mir auch immer wieder so meine ganzen Träume mal durchlese, es ist einfach so heftig, was man zum Teil so in Träumen erlebt. Wenn ich allein daran denke, was ich dieses Jahr schon für Träume hatte und wie sehr mich das manchmal beeinflusst oder mitgenommen hat, ist das, finde ich, so heftig. Also
Mich würde es echt mega interessieren, ob ihr da auch schon so Erfahrungen gemacht habt, ob ihr auch so intensiv träumt oder ja, die Empfindungen sind, was Träume angeht, einfach so unterschiedlich. Es ist mittlerweile 12:30. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht, weil ich jetzt mit einer Freundin ins Gym gehe. Ich glaube, ich habe es ja schon erzählt, dass ich jetzt diese Monatskarte habe und das möchte ich eben auch nutzen und ich bin richtig motiviert. Ich bin jetzt zurück aus dem Gym, es war eigentlich richtig nice. Wir haben viel Bauch trainiert und ich spüre es einfach jetzt schon so krank. Ich esse jetzt erstmal was. Start your computations. Jetzt gleich 7. Ich dachte, ich melde mich nochmal. Es ist nicht mehr so viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe angefangen, mein Video zu schneiden, habe so einige Mails beantwortet und das war es dann auch eigentlich schon. Irgendwie ging der Tag dann am Ende schnell rum und Torben ist jetzt gerade hier. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber er duscht gerade, weil er gerade auch aus dem Gym kommt und wir fahren dann gleich los zu meinen Eltern und ich freue mich so. Ich habe echt Lust, heute GNTM zu schauen und dann essen wir noch was Schönes zusammen. Hello, ich wollte mich jetzt nochmal bei euch melden und euch kurz ein Update geben. Es ist jetzt nämlich heute der 23. April, also schon Freitag. Ich wollte ja eigentlich die ganze Woche vloggen, aber ich habe ja dann schon gestern angefangen, mal das Video zu schneiden. Und mir ist halt aufgefallen, dass es super viel ist. Ich habe jetzt schon Videomaterial von 2 Stunden und da ist noch nicht mal alles mit dabei. Ich dachte, ich sage jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen, was jetzt bei mir gestern so passiert ist. Einfach weil ich jetzt nicht mehr so Lust hatte nach zu filmen. Wir waren ja noch bei meinen Eltern und haben alle zusammen GNTM geschaut und was gegessen. Und danach sind wir zu Torben gefahren, haben dort übernachtet. Und Torben und ich hatten heute Morgen unseren ersten Arbeitstag. Wir haben nämlich jetzt nochmal so einen kleinen Minijob und das finde ich echt richtig cool, weil ich momentan dann noch ein bisschen Zeit dafür habe. Und es ist einfach auch nie schlecht, nochmal ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Da haben wir heute Morgen dann von 8 bis 12 gearbeitet. Und danach sind Torben und ich erstmal eingeschlafen, haben glaube ich 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt war ich noch gerade bei Romy. Wir saßen einfach zusammen im Garten und haben ein bisschen gequatscht. Das war es eigentlich so, alles, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich fahre jetzt gleich auch schon wieder zu Torben. Bin jetzt kurz nach Hause gefahren, um mal meine ganzen Sachen hier vorbeizubringen. Hello, es ist mittlerweile Samstag, der 24. April. Und es ist jetzt gerade 3:30. Ich wollte mich mal wieder melden. Und zwar fahre ich jetzt gleich los zu dem Haus von meinen Eltern, weil wir heute ein paar Besichtigungen haben. Und ich habe ja schon mal in dem letzten Video erzählt, dass ich die dabei halt so ein bisschen unterstütze und werde heute auch da ein paar Besichtigungen machen. Ja, genau, das steht eigentlich so an. Ansonsten war halt wirklich bisher nichts Spannendes. Ich habe die ganze Zeit eigentlich mein Video geschnitten, bin da auch jetzt ein bisschen gestresst, weil ich halt einfach noch nicht wirklich fertig bekomme und die eigentlich morgen früh hochladen möchte. Aber naja, an sich sollte ich mich nicht stressen lassen, weil ich glaube, es wird auch nicht so dramatisch sein, wenn ich es morgen erst gegen Abend hochlade, aber ich muss mal schauen. Ich will an sich eigentlich immer so die Zeiten einhalten, aber ich merke halt einfach, dass ich das nicht immer hinbekomme, weil YouTube einfach nicht das Einzige ist, was ich mache. Aber wie auch immer, an sich macht es mir nach wie vor mega viel Spaß, sonst würde ich auch nicht so viel hochladen. Und ich würde jetzt einfach auch an der Stelle mal den Vlog beenden, weil es wird nicht mehr viel passieren. Ich gehe heute Abend zu Torben, wir grillen mit seiner Familie und morgen wollen wir einfach so einen ganz entspannten Tag machen. Eventuell wollen wir abends dann Essen bestellen, aber das war es dann auch eigentlich. Ich hoffe einfach, euch hat der Vlog gefallen und dann bis zum nächsten Video.